Eines weiß ich, wenn was gefällt, macht man es so. In Dernitz, da ist das Lagerhaus, Gipfelkreuz und Lagerhaus, drei in ärgsten Teufel aus. Flora von Arecker. Frau Mama hat eine Idee und die ist eine Künstlerin. Und wenn meine Mutter was braucht, um ihre Kunst zu machen, dann müssen wir ins Lagerhaus. Das ist ja so. Die Kraft am Land. Meine Mutter ist schon drinnen, die sucht schon verzweifelt irgendwas für irgendeine Skulptur oder Plastik oder sonst was. Das ist die Frau Mama im Lagerhaus. Das ist die Vorstellung im Lagerhaus. Ja. Die Frau Mama. Da muss du reinschauen, gell? Da aha. Sieht man sie zwar, aber da musst du reinschauen. Das Wort Wurst, weil die Mutter sieht eh nichts. Hat nur ein Auge, fast. Ja, eben. Nein, ist ja eh schöner. Jetzt schauen wir weiter, wo ich das kriege, was ich will. Was sagen wir? Was sagen wir? Sanitärstessel. Sanitärstessel. Ja, den gehen wir jetzt suchen. Ob wir das unter diesem Markennamen finden werden, wissen wir nicht, aber. WC-Keramik. Schau her, wird sie. Das kann nicht herstellen. Ja, da hör ich. Holz. Gut. Weißt du, was ich daraus mache? Da mache ich jetzt eine Häuselfrau. Mein Schatzerl ist eine Häuselfrau. Ich hoffe, es wird eine schöne Skulptur. Du hast doch vorher gesagt, es wird eine Plastik. Plastik ist deshalb, wenn man verschiedene Materialien verwendet, dann sagt man Plastik. Wenn ich aus Ton was mache oder aus Keramik oder es forme, dann ist es eine Skulptur. Ist es? Und das ist der Lehrauftrag, den ich da erfülle. Aha, wahrscheinlich Holz, Hasengitter, also kein Häuselfrau in dem Sinne, sondern moderne Häuselfrau. Moderne Kunst. Moderne Kunst. Na gut, ja. Vielleicht tue ich es mit Beton überziehen. Spagat kommt eingearbeitet und naja, lasst euch überraschen. Gitter, ein Hosengitter oder sowas. Draht haben wir, Drahtgeflecht. Ja. Das wird der Körper sozusagen, das Gerüst. Ja. Das Gerüst. Während Künstler sonst einkaufen in diversen Kunstbedarfläden, ja, kauft meine Frau Mama im Lagerhaus. Jawohl. Es ist würdig. Gut, sowas. Ja gut, das kriegst du auch. Sowas kriege ich ja nicht in einem Künstler. Da hast du recht. Nein, das ist ja nichts. Da hast du recht. Nein, das kriegst du nicht. Klostessel im Künstlerbedarf. Söttener. Nicht einmal ein Klobirsten. Obwohl man glauben könnte, dass eigentlich Birsten hätten mehr. Aber. Ach, haben wir's. So, haben wir alles, gehen wir zur Kasse. Haben wir alles. Jetzt gehen wir zum Roman. Ja, zu meinem Bruder. Hat angeblich ein Holz, was die Mutter braucht. Ja, genau. Und was ist das für Holz? Wissen wir das nicht. Neunkirchen. Da ist jetzt einer von meinen Brüdern daheim. Da kriegen wir Holz. Die Mutter für die Skulptur und ich was zum Einheizen. Ja, und das schneidest du vielleicht nur einmal durch. Ein paar ein bisschen kleiner, bitte. Also, und wie viel brauchst du? Na ja, ich zeig dir das jetzt gleich. Wir haben gekauft ein Hasengitter. Hasengitter, wir kaufen die Stesseln. Stesseln. Ja, jetzt brauche ich das Holz. Holz. Das habe ich jetzt auch gefunden. Das wird auch verwendet, ob das natürlich bei der. Da wird woanders verwendet. Der wird wahrscheinlich woanders. Was ist noch nicht sicher bei mir? Ich weiß. Und dann geht's weiter. Vorsicht, Stufe, Frau Dammer. Damit vier. Roman, danke schön. Danke. Bitte gut. Das sind alles Wienerels, gell? Wienerel
quasi wie Aquarell, nur mit Wein, mit Rotwein. Jawohl. Das ist meine Mutter. Passt. Ja, rote. Der Vater hat sich immer gefreut, weil immer die Mutter gemeint hat, dass er saufen dürfen. Ja. Der ist auch gemacht. Und was wird da gemacht? Der wird in Chebi-Look mit Kalkfarben angeschliffen und Papier kommt drauf. So ein alter, angefranster Sessel wird das. Da drüben. Genau. Da habe ich geschlafen. Vom Atelier oben, weil jetzt ist endlich die Kaffeemaschine auftrat. Den 54. 54. Hochzeitstag. Jawohl. Jetzt machen wir es ganz offiziös. Und ich darf euch jetzt vorstellen, das ist schön hergesetzt zum Tischerl. Meine Frau, Mama, die Mutter. Ja, grüß euch gut. Ja, und nachdem ich aber nicht mehr die Jüngste bin, brauche ich wem, der sich da bei dem Computer auskennt. Weil ich habe so viele Anfragen für meine Objekte und für meine künstlerischen Tätigkeiten. Ich kenne mich aber beim Computer überhaupt nicht aus, habe auch kein Facebook, aber YouTube, das kann ich natürlich lesen und nachschauen. Und somit müssen wir das über YouTube machen. YouTube. Ich bin ja gescherde. YouTube, sagt man vielleicht? YouTube. Was sag ich lieber YouTube? Das glaube ich auch. Über YouTube. Und da haben mich meine Freundin in Hamburg überall angerufen, ich soll für die Lieder, die Wiener Lieder, irgendeine künstlerische Tätigkeit dazu machen, ein Objekt. Und so ist mir das erste eingefallen, ich mache zum Schatzerl ist eine Häuselfrau ein Objekt. Und das sind dann meine zwei Häuselfrauen, die ich gemacht habe. Eine aus den Knüppeln, da aus diese Glocken, weiß wie man zu denen sagt, zum Klostessel. Und das ist auch ein Klostessel. Die ist mit Holz, die ist jetzt sehr für die jungen Leute, weil jetzt haben wir selber. Und die aus dem Hosentrott. Gitter. Ja. Ja. Und wie ich das erklärt habe, dass ich sowas mache, habe ich natürlich jetzt unzählige. Für das Lied magst du was, für das Lied magst du was, da fällt dir vielleicht was ein. Aber so schnell bin ich auch nicht. Reden tue ich schon gern und schnell, aber arbeiten geht nicht mehr so schnell. Eines weiß ich, wenn was gefällt, macht man es so.